Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in unserem Heimatdörfchen, besser gesagt das, was davon übrig geblieben ist, aber keine Panik, wir haben neue Freunde bekommen. Cotsworth ist momentan an unserer Seite, wo unser Hühnchen ist, kann ich gerade nicht sagen, der müsste auch irgendwo hier herumstreuen. Also unser Hühnchen, unser Freund, ist nicht unser Besitz, sage ich jetzt mal ganz schier. Jedenfalls, wir haben ein bisschen unsere Gegend hier verschönert, wir haben hier drin ein bisschen ausgebaut, ihr seht schon, schaut schon ein bisschen wohnhafter aus, heimeliger aus, so wollte ich sagen. Was ich auch basteln könnte, wäre dann mal Licht und solche Sachen und auch Strom, damit die Leute hier ein bisschen Unterhaltung haben. Was auf jeden Fall gut wäre, ist ein Dach über dem Kopf, also wenn es da regnet, ne, dann tropft es. Naja, aber man ist halt sicher. Wir haben ausgebaut, wir machen Landwirtschaft. Wobei, apropos Landwirtschaft, ich muss mal gerade schauen, ob unser Kürbis schon fertig ist. Alle, hopp. Ob wir hier noch was anbauen dürfen schon, also was Neues. Das schaut noch nicht reif aus. Leider. Weil Nahrungs... Ja, weil nahrungsmäßig ist da noch nicht so viel, ne? Handeln wir. Jetzt ist aber die Frage, ob es reicht, wenn ich irgendwie Essen oder so... Wenn ich da so ein Fleisch oder so koche, ob das dann auch hilft? Als Nahrung? Keine Ahnung. Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Ja, habe ich ja, aber das... Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Das passt noch nicht, ne? Nein, das passt noch nicht. Keine Frage. Müssen wir ein bisschen warten. Die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Ja, die eine macht schon, aber ja, wird schon werden. So, wir sammeln das Holz hier wieder ein. Das schaut wieder schier aus hier. So, jetzt wird es nach und nach immer schöner. Vielleicht, warte mal, da gab es ja eine Kochstelle, ne? War die jetzt da unten? Die war, glaube ich, da oben, ne? Nein, die war unten. Die war da unten. Vielleicht, wenn wir was kochen täten tun... Ich glaube, die war hier irgendwo, ne? Dann vielleicht eventuell... Huch. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir... Wow, die ganze Hütte ist weg. Auweia, das wollte ich jetzt gerade nicht machen. Ups. Ich habe jetzt einfach mal so weggeräumt alles, ne? Genauso wie Gummi und das alles. Ich meine, Badewanne, ja, die lasse ich mal kurz da. Wie gesagt, das räume ich später mal alles ein. Ich wollte eigentlich jetzt nur zur Kochstelle. Ich wollte jetzt ein bisschen weiter nach oben. Ach, warte, weißt du was? Das lasse ich mal. Das schaut vielleicht gar nicht mal so blöd aus. Ich wollte die Kochstelle nach oben transportieren, weil da noch keiner wohnt. Und das da unten irgendwie verloren wirkt. Dachte ich, ich mache das da oben hin. Ich weiß, sie müssen zwar recht weit zum Wasser laufen. Na, wobei, es geht eigentlich. Ne? Geht. Würde gehen. Da dachte ich mir, weil hier, ne, wenn wir so die Feuerstelle derweil hier so her tun, da wäre sie sogar ein bisschen geschützt, ne? So vielleicht. Und die Leute könnten hier super Essen machen. Oder auch wir. Schauen wir mal, ob wir auch was kochen dürfen. Letztes Mal hat es ja geklappt. Braten. Was hätten wir denn da? So Kakerlakenzeugs, ne? Na bitte, dann machen wir das doch glatt, ne? So. Drei. Huch, was haben wir bekommen? Ein Erfolg, schau her. Überlebenskünstler. Ja, um das Zeug zu essen, muss dir einer sein. Köterkeule. Pfui, echt weh. So, was haben wir da noch? Maulwurfshappen. Ja, von mir aus, ne? Einer geht noch. So. Wow, wir kriegen doch Erfahrung dafür. Das ist ja auch recht nett, ne? Schau, da können wir glatt ein Steak machen, aber da gibt es ein Ei-Omelett auch dafür. Blutpaket. Das ist ein Blutpaket. Das liest sich aber gar nicht fein. Blutkäfersteak. Eichhörnchen am Spieß. Ernsthaft? Getränk. Aufbereitetes Wasser. Schmutziges Wasser bräuchten wir dafür. Okay, Suppe. Eine Suppe wäre auch gut. Nudelschale. Mit schmutzigem Wasser? Echt?
Ja, mein, man kocht es eh rein eigentlich, ne? Also hygienisch, sagen wir mal so. Verwertbares Gemüsestärke. Aha, für eine Gemüsesuppe. Ja. Auch nicht schlecht. Aber ehrlich, ich werde jetzt auch mal Werkstatt und so. Nein, falsch. Zurück, bitte. Und zwar der Transfer. Ich möchte nämlich ein bisschen Kleidungsstücke möchte ich jetzt wieder mitnehmen. Babyrassel. Da war ich nicht unbedingt. Oh, Dünger. Den nehme ich auch mal mit. Vielleicht können wir da was beschleunigen da hinten, dass das Essen schneller fertig wird. Eine Feder. Der Filzhut. Den nehme ich auch mal mit. Vielleicht können wir da jemanden was zum Anziehen anbieten. Gurtzeug. Ja, den Chat. Ich weiß nicht, ob ich den der Dame da geben soll, der Oma da. Ich will ihr da nichts Schlechtes, wisst ihr. Aber wahrscheinlich wird uns nichts anderes übrig bleiben. Das wird einfach, ja, Quest sein. Leichte Kleidung. Ich meine, die ist sauber, ne? Die ist ja... Die Kleidung ist ja nicht schlecht. Vielleicht können wir ja das verwenden für die Leute hier zum Anziehen. Bolunter und Hose, sowas würde ich ihnen gerne geben, ehrlich gesagt. Radkappe, Raiderrüstung, vielleicht irgendwann mal, wenn es passt. Aber, der schaut furchtbar aus. Schere, schicke Haarbürste, bla bla. Schweißerbrille. Da gab es irgendwas, ne, mit... Ich glaube, das habe ich noch drinnen. Boah, ne. Ich meine, der hat zwei Hände, ne. Wir hätten jetzt eigentlich zwei Klauen kriegen müssen, ne. So. Zigaretten. Na, das passt schon so. Ich schau mal... Ich drücke schon wieder falsch. Das ist fürchterlich mit mir. So, ich schau mal, ob die Leute da was brauchen können. Es wird schon wieder Abend, ne. Wow, wie unheimlich. Hallo? Hallo? Nein. Der hatte recht. Warte mal, ich rede mal mit dir. Hallo? Hättest du Lust auf neue Kleidung? Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Können wir ein paar Sachen tauschen? Alter, ne, wie der mit der anschaut, mit seiner Bufen. So, Ehering kriegst du sicher nicht, aber ich könnte dir, ich wäre nicht abgeneigt, dir sowas zu geben. Vielleicht zieht er das hier an. Ich weiß ja nicht. Ja? Zieht er sowas an? Schaut nicht aus, oder? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Kann man ihm das... ausrüsten? Tee? Tatsächlich, jetzt ist es, glaube ich, gegangen, ne? Nimm's Marci nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Ja, jetzt hat es genommen. Also das, so muss man das machen. Naja, schaut irgendwie nicht wirklich was gleich, ne? Aber... Ich will nur ein bisschen handeln. Ja, da können wir ihm, glaube ich, noch andere Sachen geben. Da können wir, geben wir ihm das vielleicht wieder zurück. Warte, wir haben da noch... Nehme ich mir das einfach. Der hat ja noch, da gibt es ja noch, da habe ich ja was Schickes eigentlich. Das, genau, das wollte ich. So. Ja, schaut das nicht hübsch aus? Und da kriegt er diesen Filzhut noch dazu, finde ich. Das würde gut passen, glaube ich. Schauen wir mal. Vielleicht mag er das ja. So. Oh, das schaut komisch aus. Nee, nee, ohne Filzhut. Nee, ohne. Um Gottes Willen. Den nehme ich wieder mit. So. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Schuhe wären gut. Ich vermisse ihn nur so sehr. Okay. Schaut die gar nicht so schlecht aus, oder? Steht ihm gut. Aber er braucht unbedingt noch Schuhe. Die müssen wir irgendwann einmal auftreiben. Wenn es passt. Aber ich finde, das steht ihm gut. So. Er ist eh schick beieinander. Das müsste eh passen. Die Oma würde ich... Der Oma würde ich auch gern was Warmes geben. Vor allem zum Anziehen. Aber die anderen sind irgendwie verschwunden, ne? Der eine wird noch Wache halten, aber ja, wurscht. Wir gehen mal zu uns nach Hause, wir gehen mal eine Runde schlafen. Boah, da wäre auch noch dringend zum Aufräumen, ne? Dringendst. Also da haben wir noch Arbeit. Boah.
Aber hier ist unser Bettchen. Es ist 7 Uhr abends. Wir schlafen jetzt einfach mal, ich würde sagen, 11 Stunden. Das haben wir uns mal verdient. So, gutes Nächtle. Die Zeit vergeht normal eh recht schnell. Jawohl, da tickt sie schon runter. Und der nächste Tag ist das 26. Oktober. Boah, Österreich, ne? Nationalfeiertag. Meine Mama hat Geburtstag. Ach, Mamilein. Schau dir nur unsere Welt an. Besser gesagt, schön, dass du es nicht mehr miterleben musst. Nach der Katastrophe. Ach, ich sag dir was. Ab und zu wär's toll, wenn ich mit dir nicht jetzt noch mit dir reden könnte. Ja, zum Glück geht das im Real Life. So. Warte, was ist das? Gronknack, der Barbar. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr Schaden. Oh, das ist super. Super ist das. Super. Boah, ich freue mich schon, wenn ich das alles einrichten darf. Ich freue mich. Boah, die Karita hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ja. Ich schaue jetzt mal. Was? Warum? Hast du was für mich? Hey! Hast du was für mich? Nö, er hatte nichts. Das sagt er nur so. Ich will jetzt da... hier können wir nämlich auch einen kleinen Garten machen, nur für uns. Warte mal. Warte mal. V. Den will ich aufstellen. Ist immerhin auch ein guter Schutz, wisst ihr? So. So ist fein. Hier werden wir auch ein bisschen noch aufstellen. Boah, es gibt so viel zu tun. Da brauchst du 20 Jahre, bis da wieder einigermaßen fertig bist. Warte, ich stell das mal hier hin. Dann kommst du. Kannst du dich da irgendwie anklipsen? Nein. Dann stellen wir dich kurz hier hin. Dann stellen wir den da auf. Ich hoffe, das passt so. Dann nehmen wir den wieder her. Tun wir hoffen, dass er gut anklipselt. Ja, total schief, ne? Das habe ich befürchtet. Dann versuche ich den da nochmal. Und den ein bisschen nachzudrehen, wenn es geht. Geht das? So. Es wäre schön, wenn man den da anklipseln könnte. Naja, Gottes Willen, das wird so nichts. Warte mal. Ich muss den mal... Ja, stellen wir den halt mal hier hin. Um Gottes Willen, echt. Na, unfassbar. So. Geht das so überhaupt? Kann man den wenigstens hier? Ja, hier geht er. Hier ist gut. Passt. Dann kommst du. Dann stellen wir dich. Geht das? Klipselt der automatisch an? Ich glaube nicht, ne? Ich hoffe, dass das so passt. Ich hoffe es wirklich. So, zumindest so. Dann du. Und, ach du liebe Zeit. Nein, hier ran. So. Ach du Heilige. Na los, klipsel. Jetzt klipselt er da drüben an, ne? Statt hier. Warum eigentlich? Pfui. Das mag ich. Na, stell dich hin. Das mag ich aber gar nicht. Nö, ich finde, dass du dich da anklipselst. Ich will. So. Hier an der Seite funktioniert es, aber da drüben. Na. Warum geht das nicht? Ich sehe nichts. Warte mal. Na, stell dich hin. Will Abstand. So, jetzt geht's vielleicht besser. Klick, 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 klick. Nein. Ich will, dass das da herpasst. So. Muss ich den vielleicht auch drehen? Das könnte sein. Na, stell dich hin da. Komm. Vielleicht muss man den einfach auch drehen. So vielleicht. Nein, das will er nicht mehr. Warum willst du jetzt nicht mehr?
brauchst dich doch nur hinstellen. Na los. Einfach nur hinstellen. Meh, da tun wir wieder zurück, so. Das gibt's ja nicht, dass das nicht klingt, dass das nicht klappen will. So. Cotsworth, das ist nicht nett von dir. Schleich die. Hallo, geh weg da. Frauchen muss arbeiten. Na los, klipp's da an. Ah, jetzt wär's gegangen. Ja, ungefähr so. Nicht schön, aber geht. Dann noch hier. So, mach Clips, Clips. Oder hier Clips, Clips. Nix Clips, Clips. Dann halt so ungefähr. Na, komm. Ungefähr. Na los. Na, jetzt komm. Das dauert alles ewig. Na, wird grün. Komm. Alter Schwede, willst du mich ärgern? So, jetzt ist aber genug. Der Baum, den lasse ich noch. Das ist aber genug da. Kannst du nicht aufhören mit sowas? Echt, tut mir leid. Ist für die Ewigkeit jetzt vorbei, die Zeit. Und zwar, wir haben ja, wir müssen ja, wir brauchen Essen. Wir brauchen viel Essen. Die Reifen sind mir jetzt gerade wurscht. Das ist das. Rüstungswerkbank, okay. Wir brauchen Essen. Ich mach da mal zu. Wir brauchen Essen, Essen, Essen. Gibt's da schon wieder was? Gibt's da Kürbis? Können wir damit eventuell... Boah, ich muss das Tor woanders hinsetzen. Können wir da eventuell mit Dünger nachhelfen? Schauen wir mal. Ich glaube fast nicht, oder? Zumindest nicht auf die Weise. Warte mal. Warte mal, vielleicht aber mit Inventar und so. Kleidung, Hilfsmittelchen. Haben wir hier... La 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 la, la 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 la. Das ist nur Essen, ne? Diverses. Schrott. Düngemittel. Untersuchen. Komponentenansicht. Sortieren. Level up. Was? Achso, wir haben Level up, natürlich. Untersuchen mit X. Heranzoomen. S. Okay. W. Nein. Ich dachte, man kann es vielleicht verwenden. Dünger 4, Felder 3. Wir haben Felder. Gegenmarkierung. Ah, Feder. Ich habe Felder gelesen. Ist irgendwie nicht wirklich da zum Verwenden, oder? Schade. Müssen wir halt trotzdem noch warten. Mist, verdammter. Können wir nicht irgendwie anders noch an Nahrung kommen? Hast du Chopperletsche wieder irgendwie was Gemüsemäßiges oder so? Schaut nicht aus, das ist nur am Hakeln. Ja. Mist, ne? Dann haben wir jetzt derweil gar nichts, was uns irgendwie da nützen könnte. Dann nehmen wir halt derweil das alles mit. Ein Grill, ein alter. Der ist wahrscheinlich wieder zum Entsorgen, also zum Wiederverwerten. Ja, ist gerade irgendwie schade, muss ich sagen. Dann können wir noch hier das Gerümpel weghauen. Gekrempel, genau. So, her mit dem Zeug. Jetzt ist es wieder ein bisschen ansehnlicher hier. Zerstörtes Haus verschrotten. Na, lass mal noch. Ich will das noch ein bisschen lassen, weil, naja, wobei. Hauen wir es weg, oder?
So. Du musst weg, ist eh wurscht. Her mit dem Zeug. Wow. Das wisst ihr gleich Licht wird, ne? Dann können wir da drüben vielleicht ein neues Häuschen mal aufbauen. Ja, das ist gerade echt ein bisschen blöd. Der arbeitet Vollgas, ne? Geht schon Vollgas. Das mit Essen ist gerade ein bisschen ärgerlich. Können wir denn nicht irgendwie was... Das gibt es ja nicht, dass wir da überhaupt nichts machen können. Eine Fischerei oder irgendwas wäre super. Da geht aber nur Ackerbau, ne? Tato. Mutterbeere. Warte, ich habe da gerade eine Idee. Habe ich nicht eine Mutterbeere da reingeschmissen? Warte mal, Transfer. Kaffeetasse, Kanne. Nee, Kaffeebohnen gibt es nicht, sowas in der Art. Mutterbeere. Habe ich da nicht eine reingeschmissen? Oder habe ich die weggefressen? Das könnte nämlich auch sein. Nein. Plastikkürbis, ja. Toll. Ich glaube, da war ich doch... Mist, verdammter. Wir hatten eine Mutterbeere. Was habe ich mit der angestellt? Wahrscheinlich habe ich die verkocht. Irgendwie. Das würde wieder perfekt zu mir passen. Die habe ich mit Sicherheit verkocht. Blöd. Naja, wir könnten... Verklicke ich mich schon wieder. Wir können ja ein bisschen in der Gegend rumschauen. Vielleicht gibt's, wächst hier irgendwo eine Mutterbeere oder so. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber nebenbei, ehrlich gesagt... Weg mit dem Klumpert, echt. Da auch. Weg damit. Bereich wurde verlassen. Ja, ich bin auf der Suche nach einer Mutterbeere, weißt du? Deshalb habe ich den Bereich verlassen. Was haben wir da? Blümchen. Blümchen haben wir. Alter, wo da überall Badewannen herumliegen, ne? Ah, da vorne haben wir wieder diese Blutdinger. Hier. Können wir wieder sammeln. Alter! Was? Wo kommen die denn her? Ich habe keine Munition. Bitte, was habe ich denn da ausgerüstet für eine Waffe? Nein, Schrott brauche ich nicht. Zurück, Waffe. Was habe ich denn? Minigun. Lol. Pistole? Weiß ich gerade nicht. Haben wir irgendwo recht viel Munition? Die ich da... verbraten dürfte. Eine Schrotflinte. Ein Gewehr. Ist ja eigentlich eh wurscht, ne? Was wir da nehmen. Da hätten wir viel. Die Impro-Pistole. Jetzt verdrücke ich mich schon wieder. Fürchterlich. Hat er die schon umgebracht? Der Ernst? Die sind schon weg? Wo sind die Leichen? Da ist was, glaube ich. Blähfliegengeschichte, Silber, noch was. Wo, war das nur eine oder gibt es da mehr? Da? Blähfliegendrüse. Nein, ich will das haben. So, ja. Gibt es da... Okay, das sind einfach nur so alte Dosen. Feinkotzwurf. Ich bin entzückt, das hast du toll gemacht. So, wie gesagt, ich bin auf der Suche nach Bären. Da ist noch so eine Fliege. Bären wären halt echt nicht schlecht. Wenn wir da irgendwie was finden könnten, eine alte Matratze.
Was ist denn da hinten? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir das aufsuchen und erkunden. So. Da wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Ich hätte halt gerne Mutterbeere, irgendwie sowas wäre halt wirklich super. Wenn wir sowas kriegen könnten. Weil ich weiß nicht, ob man aus diesen Blutdingern da einen Salat machen kann oder so. Was haben wir da? Oh, die hat auch das Zeitliche gesängert, jawohl. Können wir hier die Dinger mitnehmen oder die Angel? Ja, wir können echt eine Angel nehmen. Moment, können wir die auch benutzen? Das wäre ja echt cool. Was machst du? Können wir eine Angel benutzen? Fällt die unter Waffen? Nein, oder? Hilfsmittel vielleicht. Keule. Da ist eigentlich nur zum Essen, ne? Kleidung wird auch nicht stimmen, oder? Ist wahrscheinlich diverses oder im schlimmsten Falle ist es Schrott. Ja, Schrott. Schade. Ich habe echt gedacht, man kann was angeln. Aber naja, was willst du denn da fischen? Wahrscheinlich einen mutierten, weiß nicht was. Wilde der Bäre. Okay. Da sind auch noch welche. Aha. Kann man die dann anbauen vielleicht? Das wäre super. Was haben wir da noch? Einen alten Gartenschlauch. Sind Sie sicher, dass jemand anders hierfür nicht besser geeignet wäre? Nein, du bist perfekt. Du redest mit mir. Der Hund tut allerhöchstens jaulen, komische Geräusche machen und Graffel herumtragen. Mit dir kann ich reden. So. Du gehörst nämlich... Oder das soll ein Zeichen sein, dass er mein Gelaber nicht mehr aushält. Das könnte auch sein. Ich will mal probieren, ob man jetzt diese komische Beere da, ob man die da irgendwie anbauen kann. Blümchen. Aber wahrscheinlich muss die am Wasserrand, also nahe des Wassers oder so, angepflanzt werden. Schau, ein Hundehütchen. Ist ja cool. Da ist sicher unser Hundi daheim. So, ich laufe mal darüber. Vielleicht kann man diese Beere ja irgendwie anbauen. Ah, da muss ich wahrscheinlich jemanden einteilen wieder, der das überwacht, bewacht. Schauen wir mal, ob es geht. Aber ich glaube fast nicht, oder? So, Ressourcen. Happa, happa. Melone, Mutterbeerenpflanze. Dattopflanzen. Melone, Mais, noch mehr Mais, Klingenkorn, Karotte und Flaschenkürbis. Nein, nein, das haut nicht hin. Okay, ist nur sowas zum Essen gewesen. Mhm. Leider, schade. Das ärgert mich gerade, dass das so lange braucht. Kram. Das ist echt eine blöde Geschichte. Weil wenn ich jetzt ins nächste Dörfchen hatsch, ne? Dann kann ich derweil die Quest da nicht abschließen. Ich hätte sie aber gern abgeschlossen. Allihop. Allihop. Ich hätte sie liebend gerne abgeschlossen. Ja, da ist was fertig. Fertig. Juhu. Du bist brav, du bist sehr brav. Wir bauen da gleich weiter an. Ja, ich würde sagen, da hat noch was Platz. Juhu, hurra, hurra. So, ganz schnell neues Essen. Dann können wir die Quest nämlich auch abgeben. Warte, mir wäre Flaschenkürbis lieber. So. Na, ein bisschen drehen. Ja, so vielleicht. So vielleicht, jawohl. Warte. Na, so vielleicht. Ja. So,
Und Enter. Perfekt. Melone entfernt. Ist jetzt schon genug Essen? Wahrscheinlich nicht. Dann noch hier in der Ecke. Ja, da ist jetzt aber ein Dürdel, ne? Das ist blöd. Hier wäre es noch gut. So wäre es besser gewesen anzubauen, denke ich mal. Können wir die... Warte mal, können wir die nicht auswählen? Sicher können wir die auswählen. Hier würde ich sagen, probieren wir es einfach so. Platzsparender. Du auch? Na, Kotzwerf, die will ich nicht verschieben. So. So. Na, komm. So. Gekommen. So, jetzt auch. Dann, okay, da ist wieder ein Tor. Das ist halt direkt vorn. Das schaut auch blöd aus. So, dann du. Ich möchte mich gerne auf zwei Reihen versuchen, ob das funktioniert, aber schaut nicht so wirklich aus. Aber so wird es jetzt gehen. So. Dann du da. So. Vielleicht. Na, komm. Lass dich hinplatzieren. Will nicht, hat keinen Bock. Dann vielleicht so auf zwei. Na los. Mhm, eher mehr da drüben, okay. Vielleicht bringe ich trotzdem ein zweites an. So. Vielleicht geht das ja. Ich probiere es gleich mal hier mit. So. Oder vielleicht nochmal drehen. So vielleicht. Das wäre echt cool, wenn da noch eines ging. Aber es schaut nicht so aus. Hm. Ist jetzt echt schade. Und da so? Ah, da geht's nur hier. Naja, aber warum nicht? Schauen wir mal. Na, wo war denn das, der Platz? Da war er. Na, komm. Mach. Hinplatzieren. Komm. Mach. So. Vielleicht geht's so ein bisschen. Dann können wir hier noch glatt was hinbauen. Ich würde sagen, nein, da haben wir genug. Dann hier. Würde ich sagen, vielleicht auch so. Mehr am Rand dann. Boom, Clash Chepper. So. Und vielleicht noch eins. Ach so, hoppla. Nein, das hätte schon gepasst, so. Vielleicht irgendwie noch eins. Aber ich glaube, da haben wir nichts mehr dabei, ne? So, da hätten wir noch eins. Da hätten wir noch was. Na, ja. Mit etwas drehen vielleicht. Dass da mehr Platz wäre oder so. So. So vielleicht. Ich glaube, das geht. Schaut ein bisschen komisch aus, vor allem die da. Hier werde ich dann doch nochmal ein bisschen drehen. So, das schaut einfach besser aus. Vielleicht hat die dann auch noch besser Platz. Da oben irgendwie wäre sie schön halt. Aber es schaut nicht so aus. Ich glaube, die wird so bleiben müssen. Und die sind eh recht nah beieinander. Du störst aber allerdings ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir störst halt ein bisschen. Da wäre es mir lieber, wenn du vielleicht hier wächst. So, ja. Ich hoffe, dass das jetzt schon passt mit dem Essen. Wo ist eigentlich der Kerl, der da... Wow, es regnet. Wo ist denn jetzt der Kerl? Das müsste doch hoffentlich jetzt schon passen. Da ist er. Eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Das reicht nur immer nicht. Echt eine schöne Abwechslung für uns. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Das reicht nur immer nicht. Dein Ernst jetzt? Ja, da, die da. Das kann ja nicht sein.
Denk daran, jemanden die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Stimmt, da muss ich ja noch jemanden einteilen dafür. Da sprichst du die Wahrheit, weil sie hatte schon 6, ne? Das heißt, es muss ein zweiter kommen, der da helfen tut. So die Frage, wo finde ich diese Leute? Hallo, Kuckuck. Ich schaue immer da rein, aber wahrscheinlich sind sie bereits irgendwo in einem anderen Haus. Vielleicht bei mir daheim? Glaube ich fast nicht, aber irgendwo müssen die Leute ja sein. Hallo, Leute. Kuckuck. Das gibt's ja nicht, da waren doch... Es sind doch insgesamt 5 Leute... Aua. 5 Leute hier daheim. In der Gegend. Wo sind die denn alle? Das gibt's ja nicht. Oh. Ja. Hallo? Unfassbar. Wo sind denn die alle? Ich habe ja alles so schön versucht, kompakt hinzustellen, damit sie gar nicht erst in die Versuchung kommen, irgendwo hinzulaufen. Schlimm ist sowas. Echt. Echt schlimm. So, räumen wir da noch schnell auf. Der Part ist ja eh schon wieder zu Ende gleich. Da können wir genauso gut noch hier ein bisschen aufräumen. Tut mir leid, dass das alles so lange dauert gerade. Ah, Kürbis-Heini. Wow. Da ist ja auch niemand. Das gibt es ja schon bald nicht, oder? Wo sind denn alle? Da ist wer. Die Oma, ja. Hallo. Befehl? Okay, die will nicht, glaube ich. Oder kann nicht, wie auch immer. Aber das gibt's nicht. Wo sind denn die anderen Leute hin? Ich brauche ja jemanden. Hallo? Ich brauche jemanden, der mir da arbeiten hilft. Mysteriös. Als wenn die alle... Weiß ich nicht, spurlos verschwunden werden. Was? Alter, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Ich hab die falsche Taste schon wieder. Und sie fix nochmal. Ja, das geht gut. Alter. Alter, Saufviecher, Lendix. Hoffentlich sind die nicht gestorben, die Dorfbewohner. Weil ich da so nicht aufgeräumt habe oder also die Viecher halt. Wow. Ich bin gerade voll verwirrt. Wo sind denn die Leute hin? Ist hier auch ein Viech daheim? Provisorische Bombe. Wow. Okay. Geht der? Der geht noch. Kontoterminal. Okay, warte, das machen wir. Das machen wir ein anderes Mal. Ich will ja nur die Leute. Ich muss sie da wen einteilen. Hallo? Es gibt insgesamt 5 Leute und jetzt willst du mir weismachen, es ist keine Sau mehr da, oder was? Der eine hatte dort seine Arbeit normalerweise. Das müsste passen. Aber wo ist der Rest hin? Ist hier jemand drin? Hallo? Nö, oder? Nee. Voll komisch gerade. Die sind alle irgendwie verschwunden. Das kann ja nicht sein, oder? Nur 1, 2, 3 maximal. Na gut, dann werde ich eben dich versuchen einzuteilen, ne? Also... Ja, ne?
So, essen. Bleib mal stehen. Ich habe einen Befehl an dich. Und zwar, du magst den da. So geht denn das nicht? Mach's, er? Der tut nicht arbeiten, ne? Würdest du dann vielleicht den machen? Hat das jetzt hingehauen? Macht er jetzt was oder macht er nichts? Nein, der repariert nur. Befehl? Los. Hallo. Wieso geht denn das nicht? Hallo? So vielleicht. Ne. Los. Also ich komme da gerade nicht mit. Zuweisen. Oh doch, er tut. Er ist eigentlich beim Essen dabei und sie auch. Wir haben trotzdem nur 4 Leute beim Essen. Also 4 Essen überhaupt. Wir bräuchten aber 5, denke ich mal, ne? Das wird das Rätsels Lösung sein. Dass wir 5 Nahrungssachen haben. Aber normal müsste er. Ja, ja, er tut schon. Er tut schon brav. Das geht. Trotzdem lassen wir das mal auf hier. Und hoffen wir mal, dass dann was wird, ne? Mit ein bisschen Glück können wir noch da vorne draußen was anbauen, aber halt, wow, das wollen wir nicht, aber momentan geht's halt nicht. Aber die werden das schon machen. Na fein, dann ist auch der Part wieder zu Ende eigentlich, ne? Haben wir das auch geschafft, sind wir hier auch fertig. Und, ja, als nächstes, was stellen wir als nächstes an? Können wir eigentlich das nächste Dorf angehen? Weil, wie gesagt, Essen und so, das braucht ich scheinbar noch ein ewig. Bisschen handeln. Ja, das braucht halt noch ein Zeitl, bis das funktioniert. Da würde ich vorschlagen, schauen wir uns das nächste Dorf an und schauen wir mal, ob wir dort jemanden für uns gewinnen können, ob wir neue Freunde finden, wie auch immer. Auf jeden Fall mal eine Rettungsaktion starten, sozusagen. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!